is now faster. And go! Außerdem ist es nicht wirklich eine Überraschung, wenn ich dabei bin, oder? Ich glaube, du hast Arbeit. Ja. Ich gehe nach Hause. Haben Sie was gefunden? Einen Toten. Ja, und sonst? Herr Wieser. Kommissario, ich wollte Sie gerade anrufen. Ah ja? Kommissario. Hat der Idiot Sie nicht angerufen? Ein Straßenhändler ist erschossen worden. Ein Schuss ins Herz. War absolut tödlich. Bringt ihn weg, da. Kein Ausweis, keine Papiere, nichts. Und angeblich hat niemand was gesehen. Passanten hat niemand was gesehen? Ja, zumindest behaupten sie es. Und nun? Das Übliche. Rauskriegen, wer er war, wo er wohnte, wem sein Tod was nützt. Aber wie viele von denen leben denn hier? 200 oder 300? Ja, so ungefähr. Es könnte doch sein, dass es völlig egal war, wen von ihnen sie erschossen haben. Dass es nur als eine Warnung gedacht war, dass die anderen aufhören, weiter die gefälschten Taschen zu verkaufen. Wirklich? Ja? Ja, Stärch. Was gibt's denn?
Besonderes. Weißt du nicht, ich wollte nur gute Nacht sagen. Was liest denn da? Ah, versuch's gar nicht erst. Tu doch nicht so. Ich weiß genau, was du willst, aber von mir erfährst du nichts. Nicht nach dem, was du letztes Jahr gebracht hast. Und? Hat er es dir verraten? Was? Guido, ich weiß doch, dass du mir gern was ganz Tolles zum Geburtstag schenken möchtest. Aber findest du nicht, es geht ein bisschen weit, wenn du den Kindern die Ideen klaust? Wie kommst du denn darauf? Wie im vergangenen Jahr? Du bist ja immer noch da. Nein, ich bin schon weg. Morgen. Schlecht geschlafen? Mit der Rico, oder? Ich denke, der Kleine schläft jetzt zurück. Er bekommt nur die ersten Zähne. Er hat die ganze Nacht durchgeschrien. Hey, hey. Morgen. Psst. Nicht bewegen. Na komm schon. Zeig dich. Sind die Fotos gekommen? Nein! Und? Haben Sie sie? Leider nicht, Vizequästore. Oh, guten Morgen, die Herren. Morgen. Ja, vielleicht sollten wir jemanden anrufen, der sich damit auskennt. Ich kriege Sie, Vizequästore, ich verspreche es Ihnen. Aber dann bitte schnell. Das Biest hat sich inzwischen an meinen Zigarren vergriffen. Ach, würden Sie alle meine Termine bitte heute verlegen? Natürlich. Ja. Wir haben Besuch aus dem Innenministerium. Irgendjemand muss sich ja um ihn kümmern. Meine Herren, ich wünsche einen erfolgreichen Tag. Wussten Sie eigentlich, dass Mäuse sehr soziale Wesen sind? Mario Brunetti. Bene. Ja, Fiorello. Ich meine, das Ganze ist doch ein Fass ohne Boden. Ne? Wir verhaften die Leute, nehmen ihnen die Taschen ab und fordern sie auf, innerhalb von 24 Stunden das Land zu verlassen. Bla, 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 bla. Und am nächsten Tag stehen die Leute wieder mit neuen Taschen auf der Straße. Ich meine, da wird auch der Tote nichts dran ändern. Das hier ist nur das Zwischenlager. In Mestre haben wir das große Hauptdepot, aber das ist inzwischen genauso voll. Also ich meine, die Mafia kontrolliert doch das ganze Geschäft. Sie schleusen die Schwarzen ein, besorgen ihnen irgendwo in der Stadt einen Platz zum Wohnen. Ja, was heißt Wohnen? Die armen Kerle. Ein Dutzend werden sie in enge Zimmer gezwängt. Es ist erbärmlich. Und trotzdem gibt es immer jemanden, der für genügend Geld vermietet, ohne Fragen zu stellen. Vielleicht hat ihn ja die Mafia umgebracht. Ja, warum sollten die das tun? Und dann auch in aller Öffentlichkeit? Nein, nein, nein. Also die Mafia hat ganz andere Methoden, um ihre Handlanger zu kontrollieren. So, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich habe von sämtlichen Händlern Fotos. Die Tasche lässt ihr bitte hier. Wenn euer Toter also schon mal festgenommen wurde, dann finde ich ihn hier drin. Thank you.
Essen ist fertig. Jetzt stört uns keiner mehr. Nur du und ich. Amüsieren sich die Herren? Die Liste, die Sie mir überlegen wollten. Ach ja. Ich hatte sie schon fertig, Kommissario. Es sind 56 Geschäfte, die Designer-Handtaschen verkaufen. Sagen Sie, was kostet sowas? Also. Und die gefälschten? Ja. Kommissar. Guten Tag, meine Herren. Was kann ich für Sie tun? Kommissar Brunetti, das ist mein Kollege Sergente Vianello. Geht es um den toten Afrikaner? Ja. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen weiterhelfen kann. Nicht können oder? Sehen Sie. Seit diese Menschen ihre Taschen direkt vor unseren Geschäften verscherbeln, ist unser Umsatz um fast 20% gesunken. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Wir beschäftigen ihr Personal. Wir bezahlen Sozialabgaben, wir bezahlen Steuern und diese Menschen tun nichts von all dem. Im Gegenteil, sie brechen offensichtlich das Gesetz. Und was unternimmt der Staat dagegen? Was unternimmt die Polizei? Hilft sie uns? Aber nur weil die gerade mal weggelaufen sind oder sie vielleicht mal ein paar Taschen beschlagnahmt haben. Kommissario, ich habe Sie beide zuvor noch nie hier gesehen. Entschuldigen Sie, wir ermitteln in einem Mordfall. Und haben Sie ihn schon mal gesehen? Glauben Sie tatsächlich, dass ich oder einer der anderen Ladenbesitzer hier etwas damit zu tun hat? Was wird ein Toter schon groß ändern? Die stehen doch gleich wieder da draußen und verscherbeln ihre Taschen. Oder werden Sie was dagegen unternehmen? Ganz unrecht hat er ja nicht, finden Sie nicht? Ja, Mittagsmüdigkeit. Müsste mich wach essen. Wollen wir? Rufen Sie mal Aureno an. Vielleicht hat er schon neue Ergebnisse. Vielleicht kann er uns beim Mittagstisch was erzählen. Ich habe noch was zu erledigen. Ich komme danach. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hätte gerne einen. Also den hat meine Frau bei Ihnen gekauft. Ich hätte da sowas nochmal oder sowas Ähnliches. Suchen Sie eine bestimmte Form? Oder vielleicht eine bestimmte Farbe? Rot, Weiß, Champagner? Champagner? Aha. Suchen Sie nur einen BH oder hätten Sie gerne auch ein Höschen? Komm, lass uns hier noch reingehen. Hier gehe ich gern. Guido? Was machst du denn hier? Was macht denn die Dame mit meiner Unterwäsche? Und du kommst wirklich nicht noch einen Kaffee mit trinken? Nein, danke. Ich glaube, ihr habt euch jetzt viel zu erzählen. Ciao. Ciao. Schön, dass ihr auf mich gewartet habt.
haben wir doch. Wir haben noch kein Wort über euren Toten gesprochen. Aber jetzt, wo du da bist. Sie müssen unbedingt das Risotto mit Steinpilzen probieren. Also. Hallo. Er war zwischen 25 und 30 Jahre jung, war in körperlich hervorragender Verfassung. Also, der Schuss durchschlug das Brustbein, traf mitten ins Herz, zerfetzte den linken Vorhof und die Lungenvenen sowie die Speiseröhre. Der Schuss war absolut tödlich. Obwohl der Schuss aus relativ kurzer Distanz abgegeben wurde, trat die Kugel doch nicht an der Rückseite seines Körpers aus. Das liegt daran, dass der Täter eine kleinkalibrige Waffe verwendet hat. Genauer gesagt, eine 9 mm. Sieht aus, als habt ihr es mit einem Profi zu tun. Also doch die Mafia. Ich nehme noch ein Tiramisu. Das war in seinem Schuh versteckt. Und das fanden die Kollegen in seiner Hosentasche. Ein afrikanisches Restaurant. Mhm. Bitte schön. Ja, danke. Wir sollten uns öfter hier treffen. Habe ich geschlafen? Den ganzen Tag. Was ist passiert, Nando? Wer hat auf dich geschossen und was machst du hier in Venedig? Das sind sehr viele Fragen auf einmal, Schwester Herz. Ich bin seit 5 Tagen in Venedig. Aber ich habe bei Simão geschlafen. Simão ist auch hier. Seit wann? Wie geht's ihm? Er ist tot. Erschossen. Es sollte mir gelten. Aber Simão... Wer? Wer hat geschossen? Jemand von zu Hause? Ein Weißer. Und ich bin mir sicher, er wird es wieder versuchen. Willst du in Venedig? Warum bist du hier? Warum musste Simão sterben? Warum? Er starb für die Freiheit unseres Volkes. Freiheit? Unsere beiden Eltern sind tot, Nando. Die meisten unserer Verwandten sind tot. Und jetzt auch Simão. Um wessen Freiheit redest du? Saina, du... Du führst einen Krieg, den du nicht gewinnen kannst. Und jetzt hast du ihn nach Venedig gebracht. Warum? Wenn wir Glück haben, sind die anderen Händler hier auch untergebracht. Kaffee, ja. Bernardo? Pianello, was schenken Sie eigentlich Ihrer Frau so zum Geburtstag? Kommt drauf an. Auf was? Was gerade passt.
Auf jeden Fall sollte es etwas Persönliches sein. Und etwas, wo sie merkt, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben. Wie wär's mit einem Abendessen? Fianello, Paola und ich, wir gehen ständig essen. Nicht essen gehen, Kommissario. Sie kochen. Was Besonderes. Rosario Brunetti. Was wollen Sie? Mit Ihnen reden, mit allen hier. Warum? Möchten Sie was trinken? Nein, nein, danke. Glauben Sie, dass wir den Mann kennen? Ja, ich dachte. Nur weil er schwarz ist? Waren Sie schon mal in Afrika? Dort gibt es sehr viele Leute mit dieser Hautfarbe. Ich kenne die wenigsten davon. Ja, ich habe gehofft, er hat mit Ihnen zusammengearbeitet. Sehen Sie, ich will seinen Mörder finden. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich muss wissen, wie er heißt, woher er kam. Und was er hier in Venedig gemacht hat. Ich glaube nicht, dass wir Ihnen helfen können. Verstehen Sie? Wir haben keine gute Erfahrung mit der Polizei gemacht. Aber ein Freund von Ihnen wurde getötet. Er war keiner von uns.
Zentimeter. Spurensicherung. Hat auf jemand gewartet? Auf wen? Wen will er denn noch umbringen? Was ist denn das? Ja, ich weiß nicht. Sieht aus wie Rohdiamanten. Also doch Spurensicherung. Ich nehme die mit. Sie wollen was? Zeig sie einem Freund, der sich darin auskennt. Also wenn das wirklich Diamanten sind, dann geht es hier um mehr als um ein paar gefälschte Taschen. Klar, was mit der Wunde passiert, wenn du damit rumspazierst. Und was ist mit diesem Typen, der hinter dir her ist? Hast du den schon vergessen? Verdammt, Nando. Ich hab dich hier aufgenommen, hab mich um dich gekümmert, ohne zu wissen, was eigentlich los ist. Aber jetzt reicht's. Ich werde nicht zulassen, dass du dich umbringst. Entweder du erzählst mir jetzt, was los ist, oder ich rufe die Polizei. Ich habe Leute getroffen, um ihnen was zu verkaufen. Um ihnen was zu verkaufen? Um ihnen was zu verkaufen? Diamanten. Sie sind noch bei Simao. Ist er deshalb getötet worden? Hat man deshalb auf dich geschossen? Saina, ich muss sie holen. Ich weiß, dass dir unser Volk egal ist. Untersteh dich so, mit mir zu reden. Du hast uns im Stich gelassen! Ich habe niemanden im Stich gelassen. Ich bin hierher gekommen, um zu lernen. Um unser Volk das zu geben, was es am meisten braucht. Hilfe! Und was willst du mit den Steinen kaufen? Waffen? Damit noch mehr Menschen sterben? Aber selbst wenn du hier welche bekommst, du wirst ihnen immer unterlegen sein. Sie werden immer mehr Waffen haben als du. Es ist die Regierung. Du kannst nicht gewinnen. Wenn du mir nicht helfen willst, dann werde ich mir die Steine alleine holen. Hallo, Claudio!
seit wann? Ja, Elsa meint, ich sollte mein altes Hobby wieder aufnehmen, aber du siehst ja, mein Glück. Guido, hallo! Wie schön, dich zu sehen! Wie geht's den Kindern? Ja, gut! Kämpft sich tapfer durchs Schulleben! Und Paola, wie geht's dir? Ja, gut, wie immer! Hast du schon gesehen? Claudio hat wieder angefangen zu malen. Naja, so ist er wenigstens ein bisschen an der frischen Luft. Komm doch rauf und trink einen Kaffee. Ich habe auch ein paar Kekse da. Ja, sehr gern. Dann komm, na los. Was kann ich für dich tun? Ja, also ich habe was gefunden. Da brauche ich deinen Rat. Ja, komm rein. Was kannst du mir über diese Steine erzählen? Die hat jemand sehr gut ausgesucht. Afrika? Nur so ein Gefühl. Es könnte sein, dass der die hier in Venedig verkaufen wollte. Bei mir nicht. Aber ich kann mich ja mal umhören. Was sind die wert? Na, und wie geht's dir? Gut. Ich lasse euch jetzt erstmal allein. Also? Wenn sie gut geschliffen sind, 20.000 bis 30.000. Hm. Jeder. Wurde er deshalb ermordet? Nein. Der Kerl, der heute auf mich geschossen hat. Das heute Mittag keine 2 Meter von den Diamanten entfernt. Er hat nicht mal nach ihnen gesucht. Er hat auf jemanden gewartet. Ich wüsste gerne auf wen. Und wo sind die Diamanten jetzt? In Claudius Tresor. Pass bitte auf dich auf, ja. Hallo, Mama. Hallo, Guido. Du bist aber früh dran. Wir hatten doch gar nichts ausgemacht, oder? Paolas Geburtstag ist doch erst in 4 Tagen. Das letzte Jahr hast du dir mehr Zeit gelassen, bis du mich um Rat gefragt hast. Naja, dafür hast du ja die Idee von deinem Sohn geklaut, soweit ich mich erinnere. Also, wie weit bist du? Gar nicht weit. Also eigentlich ganz am Anfang, wenn du es genau wissen willst. Sie hat doch alles. Und wenn nicht, dann kauft sie sich selbst. Also, was soll ich ihr denn da schenken? Wie findest du das? Also ich habe da ein wirklich ganz, ganz gutes Buch gesehen. Also untersteh dich. Vielleicht solltest du dir ausnahmsweise mal Mühe geben. Schenk ihr was Persönliches. Ja klar, natürlich. Ja, etwas, was man nicht in jedem x-beliebigen Laden kaufen kann. Ja, und was soll das sein, bitteschön? Ja? Das, mein lieber Guido, musst du schon selber wissen. Schönen Dank für deine Hilfe, Mama. Danke. Gern geschehen. Ach, Guido. Ja. Falls du für mich noch kein Geschenk hast. Du hast nächstes Jahr Geburtstag. Ach. Mama, falls du dich erinnerst. Ich hätte gerne einen Laptop. Ein Laptop? Ja. Glaubst du denn, ich habe diese ganzen Kurse umsonst gemacht? Das Ding braucht ja nicht neu sein. Gibt's ja auch nicht mehr.
aber es sollte einen einigermaßen großen Arbeitsspeicher haben und vor allen Dingen einen CD-Brenner. Dann nehmen wir doch gleich einen DVD-Brenner dazu. Ja, danke. Ja. 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 Okay. Na, gibt's was Neues? Der Täter hat Fingerabdrücke am Fensterrahmen hinterlassen. Ich habe sie nach Rom geschickt. Vielleicht finden die ja was raus. Wird noch nicht ausgeschlafen? Ich glaube, ich werde langsam zu alt für sowas. Legen Sie sich oben eine Weile hin. Signorina! Signorina Lettra ist nicht in ihrem Büro. Guten Morgen, ich hatte geklopft. Verdammte Maus. Wie kommen Sie voran, Kommissario? Wir wissen noch immer nicht, wer der Tote ist. Aber wir haben Fingerabdrücke vom Täter. Wir werden diesen Fall ruhen lassen, Brunetti. Was heißt ruhen lassen? Ich habe Informationen erhalten, Kommissario, Informationen, die ich Ihnen leider nicht weitergeben kann. Ich werde Ihnen natürlich nicht verbieten, weiter an dem Fall zu arbeiten, aber wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, verrennen Sie sich nicht zu sehr in ihn. Sie werden ihn nämlich nicht lösen. Das wär's, Kommissario. Sie werden den Fall nicht lösen? Was meint er denn damit? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja, der Abschlussbericht vom Tatort. Und? Da steht, Sie haben in der Nähe des Tatorts noch weitere Blutspuren gefunden, die definitiv nicht von dem Toten stammen. Hat das Krankenhaus eine Schussverletzung gemeldet? Ja. Hallo? Ja? Natürlich. Wo? Jetzt sofort. In Ordnung, ich komme. Einer von Ihnen heißt Kommissario Brunetti. Mehr wissen wir nicht. Du solltest gehen. Und egal, was auch immer du vorhast, komm nicht wieder.
Ich weiß, wo deine Diamanten herkommen. Der Stein aber dann durch die vulkanischen Eruptivschlote sehr schnell an die Erdoberfläche gelangt, entgeht er der Phasenumwandlung zu Graphit. Die genaue Struktur... Claudio, woher stammen Sie? Dummerweise halten sich Vulkane nicht an politische Grenzen, Guido. Aber ich kann dir die Region nennen. Kasai, Westafrika. Zum größten Teil der Kongo, aber auch Ostangola. Und da beide Länder die Diamanten wollen... Ist das ein erneuter Grund für einen Krieg? Übrigens wurden einem Kollegen von mir die Steine angeboten, zu einem sensationell günstigen Preis. Wann? Vor 4 Tagen. Ja, und warum hat dein Kollege abgelehnt? Weil an diesen Steinen offensichtlich Blut klebt. Ich habe ihm das Foto gezeigt. Der Kerl, der ihm die Diamanten verkaufen wollte, war zwar Afrikaner, aber der hier war er nicht. Kommissario Brunetti? Herr Kommissario, darf ich Ihnen Dr. Floccari vorstellen? Er besucht uns aus Rom, aus dem Innenministerium. Kommissario Brunetti bearbeitet den Fall des toten Afrikaners. Oder auch nicht, wenn Sie verstehen. Sehr erfreut. Ebenfalls. Ja, dann wollen wir Sie nicht länger aufhalten, nicht wahr? Ach, Vianello, stellen Sie sich vor, vor 4 Tagen wollte jemand die Diamanten verkaufen. Wo finde ich Schwester Saina? Wahrscheinlich im Schwesternzimmer, Nummer 100, hier rechts. Baba Kedia, oh, Baba Kedia, Bobby Sala, oh. Saina. Was machst du denn hier? Ich brauche deine Hilfe. Du kannst hier nicht bleiben. Saina, ich brauche was gegen die Schmerzen. Komm, warte hier. Ich bin gleich wieder da. Wer die Steine hat und ich werde sie mir zurückholen. Nein! Ich muss. Warte. Hier. Danke. Thank you.
Hallo, Papa. Ach, ihr seid's. Mama nicht da? Kommt halt später. Papa? Ja? Was soll das denn? Ich hab noch mal kein Foto von dir. Bitte? Okay, es ist für die Schule. Ach, für die Schule. Es ist für Mamas Geschenk. Was schenkst du ihr denn? Was hast du eigentlich da vorhin versteckt? Die Zeitung. Ein Kochbuch. Na, da wird sich Mama aber freuen. Das wird sie doch nicht schenken, oder? Für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Ich koche für sie zum Geburtstag. Spaghetti. Im Ernst? Nouvelle Cuisine. Du solltest den Plan B überlegen. Die Sache mit dem toten Afrikaner ist weitaus komplexer, als Sie es sich vorstellen können, Kommissar. Zu komplex für uns beide. Aus diesem Grund hat das Innenministerium den Fall übernommen. Wie komplex? Ja, eigentlich bin ich nicht befugt, Ihnen was zu sagen, aber Dr. Flokkari glaubt, dass der Mord mit einem Fall in Rom in Verbindung steht. Genaueres konnte mir natürlich nicht verraten. Sollen sich doch die Kollegen in Rom damit herumschlagen, nicht wahr, Kommissario? Morgen, Signorina. Questura, das Büro von Vizequestore Pater, guten Tag. Ich möchte bitte den Kommissario sprechen, der den Fall des ermordeten Afrikaners bearbeitet. Das ist Kommissario Brunetti, ich verbinde Sie. Ja, ich warte. Der Kommissario ist im Moment nicht in seinem Büro. Kann ich ihm etwas ausrichten? Sagen Sie ihm bitte, dass ich ihn treffen muss. Ich weiß, wer der tote Afrikaner ist, aber es geht um meinen Bruder. Er sollte ermordet werden. Aha. Sagen Sie ihm, dass ich auf ihn warte. Im Café Lavana in einer halben Stunde. In der Calle della Madonna, gleich beim Krankenhaus. Gut. Vianello, was ist denn? Komm jetzt schon. Suchst du was? Kommissario, ein Fax für Sie aus Rom. Danke. Alice, hast du die Akten weggenommen? Welche Akten? Die Akten von den toten Afrikanern, die hier gelegen sind. Vizequestore hat gesagt, nichts. Wo sind sie? In Rom. Der Vizequestore hat mir Anweisung gegeben, sie dahin zu schicken. Und Befehl ist Befehl. Die Fingerabdrücke, die Sie noch rumgeschickt haben, Sergeant. Es gibt keine Übereinstimmung. Sagen die Kollegen in Rom. Und? Hat der Fall wohl uns abgenommen? Ja, und jetzt? Na, und jetzt? Können Sie endlich nach Hause gehen und sich ausschlafen? Kommissario, ich habe seit 3 Nächten nicht geschlafen, weil sich mein letztgeborener Sohn die Seele aus dem Leib schreit. Da werde ich nicht auch noch tagsüber nach Hause gehen und da herumsitzen. Ihr
müssten rauskriegen, was die in Rom tatsächlich wissen. Ja, vielleicht kann uns ja Elektra helfen. Wird da sicher jemand in Rom, der ihr noch einen Gefallen schuldet, oder? Den habe ich tatsächlich, Kommissario. Gerade hat eine Frau angerufen, die behauptet, den toten Afrikaner zu kennen. Und sie sagt, dass eigentlich ihr Bruder umgebracht werden sollte. Hat sie ihren Namen genannt? Nein, aber sie möchte sie dort treffen in einer halben Stunde. Kommissario! Kommissario! Ja? Wer ist da? Wo sind die Steine? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wo sind die Diamanten? Sie gehören meinem Volk! Ganz ruhig. Wo sind Sie? Beim Freund. Ich bring Sie hin. Hier, Brunetti. Wollen Sie etwa behaupten, es war Zufall, dass Sie den Mann gefunden haben? Verdammt, Kommissario, ich hatte Ihnen doch klare Anweisungen gegeben, dass wir uns nicht mehr um diese Sache kümmern. Aber nein, meine Anweisungen gelten natürlich nicht für unseren Kommissario. Er weiß natürlich alles besser. Der Tote, wie hieß er? Wir wissen es noch nicht. Und Sie werden es auch nicht herausfinden. Kommissario, ist Ihnen eigentlich schon mal die Idee gekommen, dass Sie nicht immer alles besser wissen, dass ich mehr Informationen haben könnte als Sie? Hören Sie zu, Brunetti. Was ich Ihnen jetzt sagen werde, muss unter uns bleiben. Verstanden? Das Innenministerium ist einer Terrorzelle auf der Spur. Hier in Venedig. Die Spuren führen nach Rom. Und die beiden Toten waren wahrscheinlich Mitglieder dieser Zelle. Terroristen. Verstehen Sie? Deshalb haben die Kollegen aus Rom übernommen. Und das bedeutet, dass Sie sich aus der Sache heraushalten. Haben wir uns endlich verstanden? Also ich weiß noch nicht einmal, warum er ermordet wurde. Aber mir wird der Fall abgenommen. Ich darf nicht weiter ermitteln. Weil die in Rom behaupten, es handelt sich hier um eine Terrorzelle. Basta! Und wenn nun weiter? Naja. Also heute hat eine junge Frau angerufen, die wahrscheinlich seine Schwester ist. Also wenn ich die ausfindig mache, dann erfahre ich vielleicht endlich, um was es hier eigentlich geht. Und wenn Pater erfährt, dass du doch weitermachst? Morgen, hat sich die Frau von gestern noch mal gemeldet? Nein, hat sie nicht. Stimmt was nicht? Ich finde nur, dass 8 Stück Käse für eine kleine Maus ziemlich viel sind. Was meinen Sie? Ach übrigens, Sie haben recht, Kommissario. Mein Freund in Rom hat herausbekommen, dass die dort tatsächlich mehr über die Fingerabdrücke wissen, als sie uns gesagt haben. Das Problem ist nur, dass plötzlich alle Akten, die unseren Fall betreffen, unter Verschluss sind. Da hat jemand was zu verheimlichen. Ach. Ach, danke. Brunetti? Ja, ja. Ja gut, wir kommen. Guten Morgen. Gerichtsmedizin, es ist dringend. Ich kann euch den Anblick leider nicht ersparen, auch wenn ich das gerne würde.
Aber deshalb habe ich euch nicht gerufen. Es geht um das hier. Folter. Mit Zigaretten. Ja. Er hat sie überall. An der Innenseite der Oberschenkel, an den Fußsohlen. Ich will nicht wissen, was er durchgemacht hat. Und was ist das hier? Na, das ist wesentlich älter, möglicherweise ein Stammeszeichen. Ich kann das nicht genau sagen. Aber ich weiß ja jemanden, der dir Auskunft geben kann. Hier. Eine Kollegin deiner Frau. Ich habe dich schon angekündigt. Cesario Brunetti? Ja. Franca Mariotti. Ich unterrichte afrikanische Kulturgeschichte. Dottor Aurino erwähnte, dass Sie nach der Bedeutung eines Symbols suchen. Ja. Ich muss herausfinden, was das hier bedeutet. Ich fürchte, Sie müssen mir etwas helfen, Kommissario. Kommen Sie. Über den Stamm der Tshokwe. Wenn ich mich nicht irre, benutzt dieser Stamm das Malteserkreuz als Zeichen des Lebens. Sie nennen es Kalige. Haben Sie es? Ja. Das Kalige ist dem Anführer des Stammes vorbehalten. Es wird ihm in den Bauch geritzt. Diese Tshokwe, wo leben die? An den Ufern des Sambesi-Flusses. Angola oder westlicher Kongo. Angola. Dieser Stamm. Wie wahrscheinlich ist es, dass er etwas mit Terrorzellen hier in Italien zu tun hat? Hier? Ich vermute, die Tshokwe haben ihre eigenen Probleme, Kommissario. Inwiefern? 30 Jahre Bürgerkrieg haben dieses Land ruiniert. Und obwohl vor 4 Jahren ein Waffenstillstand mit der angolanischen Regierung ausgehandelt wurde, kämpfen immer noch einzelne Rebellen für die Unabhängigkeit ihrer Stämme, auch die Tshokwe. Nanda Savimba. Kommissario Brunetti? Ja? Ich habe gestern auf Sie gewartet. Ah. In der Zeitung steht, dass ein weiterer Afrikaner ermordet wurde. Ja. Ich glaube, es ist mein Bruder. Das ist alles, was ich im Moment habe. Ja. Ich bin vor 3 Jahren nach Venedig gekommen. Ich musste weg von dort. Es war... Mein Volk braucht Hilfe. Deshalb bin ich hierher gekommen. Und deshalb bin ich Krankenschwester geworden. Und Ihr Bruder? Mein Bruder. Nando ist hierher gekommen, um Waffen zu kaufen. Für diesen verdammten Krieg.
bis heute Abend. Hallo, Guido. Hallo. Das ist seine Schwester. Können wir ihn kurz sehen? Guido, das geht nicht. Wie? Einen Augenblick. Er ist nicht mehr da. Vor einer Stunde sind zwei Typen vom Innenministerium gekommen und haben die beiden Leichen abgeholt. Und nicht nur die Leichen, die Akten, die Fotos, alles. Hier ist nichts mehr. Pater hat das abgesegnet. Pater? Hm. Was ist los? Ja, es tut mir leid, aber Sie können Ihren Bruder nicht sehen. Warum? Ist er noch da? Nein, er ist zum Abendessen mit wichtigen Herren aus Rom. Wo? Im La Felice. Entschuldigen Sie, Vizepastorin. Ach, Kommissario, Sie hier? Was für ein Zufall, ich habe Sie gar nicht gesehen, wenn ich vorstellen dürfte. Ich muss mit Ihnen reden. Nun, Kommissario, ich bin sicher, dass das auch noch bis morgen Zeit hat. Wie Sie sehen, bin ich gerade beschäftigt. Nein, jetzt. Na gut, aber nur eine Minute. Bitte entschuldigen Sie mich. Was in Gottes Namen sollte dieser Auftritt, Kommissario? Da drüben sitzen wichtige Menschen. Menschen, die über meine Karriere bestimmen und auch über Ihre. Wo sind die beiden toten Afrikaner? Wie bitte? Sie haben sie heute Mittag wegbringen lassen. Wohin? Verstehe ich Sie richtig? Sie holen mich vom Essen weg, weil Sie wissen wollen, wohin die Leichen gebracht wurden? Aber nicht nur die Leichen. Alle Beweise, dass Sie jemals hier waren. Vizequästore, die beiden wurden ermordet. Ich kann Ihnen den Mörder bringen. Kommissario! Der Fall ist seit heute Mittag abgeschlossen. Abgeschlossen? Wie, von wem? Ach, was, von denen? Verdammt, wie können Sie zulassen, dass die den Fall abschließen? Die beiden Afrikaner sind getötet worden. Wer hat sie getötet? Wer? Haben Sie es Ihnen verraten? Brunetti? Oder spielt es keine Rolle mehr? Ich meine, wenn man mit den Herren aus Rom abends schön essen gehen kann. Brunetti, reißen Sie sich zusammen! Vizequästore, die beiden Afrikaner waren keine Terroristen. Egal, was die Ihnen erzählen. Das hat ein Nachspiel, Brunetti. Der Mann, der gestern erschossen wurde, heißt Nando Sovimba. Seine Schwester arbeitet in Venedig. Im Hospitale. Fragen Sie sie, wenn Sie mir nicht glauben. Die beiden Afrikaner gehörten zu keiner Terrorzelle. Mensch, verdammt, Pater! Haben Sie immer noch nicht begriffen, dass die Sie nur benutzen? Das war's, Kommissario. Ich habe genug. Genug von Ihren Extratouren, genug von Ihrer Besserwisserei, genug von Ihrem Dickkopf. Ich habe dieses Spiel viel zu lange mitgemacht. Ich will Sie nicht mehr sehen, Brunetti. Verschwinden Sie endlich. Ich erwarte morgen Ihr Versetzungsgesuch.
Arme. Du hast Glück, dass ich dich gefunden habe. Wenn es nach der bösen Signorina gegangen wäre, wärst du längst im Mäusehimmel. So, so. Die böse Signorina also. Signorina Elettra, ich... Gianello, Sie sind ein Verräter. Wahrscheinlich ist die Kleine von irgendeinem herzlosen Menschen aus ihrem früheren Heim vertrieben worden und hat sich hierher gerettet. Sie wollen sie jetzt? Elettra, haben Sie doch ein Herz. Entschuldigung, es war ein langer Tag. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Liebe. Alles Liebe für dich. Danke. Happy Birthday. Guten Morgen. Mein Name ist Kommissario Brunetti und ich habe mal wieder kein Geschenk, weil Raffi dieses Jahr im Verhör leider dicht gehalten hat. Alles Gute zum Geburtstag. Meins bekommst du heute Abend. Was ist es denn? Oh, das schon sehen. Herzlichen Glückwunsch, Mama. Alles, alles Liebe. Danke. Wo habt ihr den denn her? Alles Gute. Die Puppe haben wir selbst gemacht. Danke. Toll. Toll. Müsstest du nicht schon längst weg sein? Ich geh heute später. Ich muss auch noch was besorgen. Für heute Abend? Ja. Was? Ich komme. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich nach Rom zurückkehren werde. Aber ich möchte es auf keinen Fall versäumen, mich für die angenehme Zusammenarbeit zu bedanken. Was Ihren Kommissario betrifft, sichern wir Ihnen volle Rückendeckung zu. Sollte er seine Versetzung nicht selbst beantragen, dann werden wir das für ihn übernehmen. Auf Sizilien soll es sehr schön sein. Sizilien? Ehrlich gesagt, Dottore. Ich weiß ja, dass Kommissario Brunetti ein Autoritätsproblem hat. Dennoch ist er mein bester Mann. Vizequestore. Ausgerechnet, er hat Zweifel, dass die beiden tatsächlich Terroristen waren. Machen Sie sich keine unnötigen Gedanken, der Fall ist abgeschlossen. Wussten Sie übrigens, dass einer der beiden eine Schwester hat? Sie lebt hier in Venedig. Und laut Brunetti behauptet sie, dass ihr Bruder kein Terrorist war, sondern irgend so ein Widerstandskämpfer oder sowas ähnlich. Vizepistole, Ihre Entscheidung, sich von diesem Brunetti zu trennen, war richtig. Sie müssen Stärke zeigen. Und ich bin mir sicher, dass meine Vorgesetzten in Rom das genauso sehen. Möglicherweise können Sie bald mit einer Beförderung rechnen.
gibt ja ein kleines Problem. Seine Schwester ist in Venedig. Ich brauche ihre Adresse. Und zwar sofort. Ich hab verstanden, ich bin unterwegs. Alles klar. Sario! Hallo, Kommissario. Hallo. Wir haben es schon gehört. Wir wollten nach Ihnen sehen. Und ich habe heute Morgen von meinem Bekannten die Berichte über die Fingerabdrücke bekommen. Elektra, haben Sie es immer noch nicht begriffen? Der Fall ist abgeschlossen. Ja, aber der Mann, dem Sie gehören, ist seit 2 Jahren tot. Sein Name war oder ist Salvatore Rocchi. Er hat für den Geheimdienst gearbeitet und ist laut der Akten vor 2 Jahren im Dienst verstorben. Aber man findet nirgendwo etwas über die Todesursache. Er ist einfach verschwunden. Um als Killer wieder aufzutauchen. Das ist alles viel zu spät. Die haben die Beweise längst beseitigt. Offiziell waren die beiden Afrikaner wahrscheinlich gar nicht in Italien. Die Schwester, ja, die könnte aussagen, aber nein. Wenn die erfahren, dass sie hier in Venedig ist und von der Geschichte weiß, dann werden sie. Aber Vater hat es diesem Flocari erzählt. Etwas? Ja. Benello. Ich hab sie belogen. Es ist nicht vorbei. Wir haben nur Zeit gewonnen. Sie werden weiter nachher suchen. Danke. Was passiert jetzt mit ihm? Er ist seit 2 Jahren tot. Und außerdem, das werden jetzt wohl andere entscheiden. Mein Versetzungsgesuch. Brunetti. Die Regierung von Angola hat vorgestern in Rom einen Vertrag mit einem regierungsnahen italienischen Firmenkonsortium unterschrieben. Hier, das steht heute Morgen in der Zeitung. In dem Vertrag erteilt Angola diesem Konsortium die Erlaubnis, 10 Jahre lang ihre Bodenschätze zu schürfen, vorausgesetzt, dass die angolanische Regierung endlich den Krieg gewinnt, den sie seit Jahren gegen die aufständischen Rebellen in ihrem Land führt. Nando Sovimba,
war der Anführer der Rebellen. Es war alles nur ein Geschäft. Die in Rom haben ihren Geheimdienst geschickt, um diesen Sovimba zu ermorden. Nur damit dieses verdammte Konsortium schneller nach den Diamanten graben kann. Sie haben recht, Kommissario. Die haben mich benutzt und ich habe es nicht einmal bemerkt. Es tut mir leid, ich hätte auf Sie hören müssen. Und ich kann Sie nicht gehen lassen. Bitte. Was ist mit seiner Schwester? Wenn die in Rom mitkriegen, dass sie noch lebt, dann... Hier. Der Totenschein von Saina. Aurino war so nett, ihn mir auszustellen. Ich habe die Herren in Rom bereits vom bedauerlichen Tod der jungen Frau unterrichtet. Die Beerdigung ist in 3 Tagen. Und... den hier habe ich ebenfalls organisiert. Fragen Sie nicht wie. Also, jemand muss hier den bringen. Kann ich auf Sie zählen? Ich bin Italienerin. Signorina Franceschini, damit können Sie nach Hause fahren, ohne dass Ihre Regierung oder meine etwas davon bemerkt. Wann? Wann immer Sie wollen. Was werden Sie dann tun? Das, was ich hier gelernt habe. Die Steine Ihres Bruders. Benello? Kommissario? Das ist Federico. Federico, das ist Kommissario Brunetti, mein Chef. Ist schon viel ruhiger, ja? Weiß gar nicht, was meine Frau über hat. Bei mir ist er immer ruhig. Wahrscheinlich fühlt er sich bei mir sicher und geborgen. Nicht wahr, Federico? Bei Papa bist du immer ruhig, wie ein Engel. Federico! Wo ist denn der verdammte Schmäler wieder? Ich glaube, meine Frau muss jetzt. Ja. Schöne, erholsame Tage. Hallo? Jemand da? Waited, know why I've been
been waiting each day for someone exactly like you. Why should I spend some money on a show or two when nobody sings those love songs exactly like you? You make me feel so grand. Ich bin's. Darf ich reinkommen? Ja, ja. Was ist denn passiert? Wie riecht's denn hier? Dein Geburtstagsgeschenk. Ich hab für dich gekocht. So schlimm kann es nicht sein. Das ist grauenhaft. Ich muss zugeben, das war doch ziemlich persönlich. Ich meine, persönlich heißt das das hier. Aber ja. Ach, hab ich fast vergessen. Bitte. Oh Gott, Guido. Die sind wunderschön. Aber... Na, ich kann die wieder zurückbringen. Stattdessen koche ich nochmal für dich. Obwohl, vielleicht fällt dir ja noch was Schönes zum Nachmisch für mich ein.